Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe gerade mein Gesicht eingecremt mit dieser Tagespflege und ich wollte einen Drogerie-Make-up-Look schminken mit einer von den beiden oder gemischte Palette. Einmal ist es Revolution Reloaded Visionär oder so. Visionary. Und einmal die Neutrals 2. Die kam mir eigentlich ganz gelegen. Ich habe gerade habe gestern schon drüber nachgedacht, einen Drogerielook zu schminken. Dann habe ich hier einen wunderbaren Make-up Revolution Bronzer und ein wunderbares Fixierpuder. Dann habe ich eine Reval de Loupe Make-up Foundation, also Natural Lift Make-up. Das habe ich sehr gerne 2017 und 2018 auch getragen. Dieses Jahr ist es irgendwie untergegangen. Dann habe ich hier so Light Correcting Serum Primer. Den mische ich mal durch. Und als Concealer den Maybelline Fit Me, den ich auch sehr feiere. Und dann habe ich gedacht, trage ich mir noch ein glowiges Produkt unten drunter auf. Oder oben drüber. Das sehen wir dann. Ich trage mir jetzt erstmal das Serum auf. Und ich dachte auch, dass ich den Drogerie Ebeling Schwamm nochmal benutze mit der abgeschrägten Seite. Den würde ich euch auch eher empfehlen. Mag ich einfach lieber. Wahrscheinlich werde ich das Zeug da rausholen und irgendwo anders da einfüllen. Keine Ahnung, ist für mich überhaupt sinnfrei, Pipetten zu herzustellen, die eh nicht funktionieren. Man sieht ja, es gibt nur so Brocken, die kein Mensch braucht. Das ist für mich dann echt sinnfrei. Aber wir mögen sinnfreie Dinge. Deswegen holen wir uns den. Und ja, wird ein leichtes Tages-Make-up. So viel Zeit wollte ich jetzt nicht investieren und wollte einfach ein bisschen frisch aussehen. Mit ein paar Handgriffen sozusagen und euch das zeigen. Also ich habe es geschüttelt, habt ihr selbst gesehen, aber ja, die werden dann irgendwann so krümelig. Ich denke, dass da auch dieser Lichtschutzfaktor gut schütteln. Keine Ahnung. Werde ich mir mal hier hinstellen, damit ich es öfters benutze. Hier steht ja eh noch nicht genug auf dem Tisch. Der ganze Tisch ist voll und ständig fliegt mir was runter. So. So ein bisschen glowy Skin kann man nicht falsch machen. Ich habe schon ewig nicht mehr diese Foundation benutzt und weiß nicht mal, ob sie mir farblich passt. Ich trage mir sie aber erstmal, das ist die 04 und ich denke, die ist eher was für den Sommer, aber vielleicht können wir sie auch gut ausblenden. Ehrlich gesagt finde ich die 03 nicht und es setzt mich wieder zurück, wobei ich sehr, sehr dunkel und sehr, sehr schnell Farbe annehme. Also wir testen das Ganze mal, das sieht ein bisschen dunkel aus, aber vielleicht passt sich das ja meinem Gesicht an. Und ich finde das eine recht deckende Foundation. Das würde ich Reval de Loupe für 2,99 gar nicht zutrauen. Aber ich glaube, sie kostet nur 2,99 und ich finde sie auch für den Preis hammermäßig. Und wenn man dann eine leichtere Textur haben möchte, kann man das ja mit einem Primer noch mischen. Ich brauche immer so ein bisschen mehr Deckkraft. Okay, mein Gesicht sieht sehr, sehr dunkel aus. Aber gut. Versuchen wir so gut wie möglich. Den Rest spachtel ich mir weg. Das reicht mir vollkommen. Ich möchte nicht übertreiben. Das ist nämlich schon übertrieben genug. In der Kamera fällt das wahrscheinlich gar nicht so auf, aber sie ist schon relativ dunkel und so ein bisschen olivstichig. Aber gut, das gleichen wir jetzt aus. Ist eigentlich ja, ne, so ein bisschen pastig. Ich finde sogar die 02 und die 03 viel schöner als die hier. Aber gut, ich konnte sie jetzt auf Anhieb nicht so schnell finden. Schon wieder Unreinheiten. Das Unreinheiten-Video kommt. Ehrlich gesagt weiß ich aber nicht so genau, was ich dazu sagen soll, weil ich eigentlich seltenst mit Unreinheiten kämpfe. Aber wenn, dann kann ich euch ja sagen, wie ich damit oder was ich dann genau mache und worauf ich dann ein bisschen mehr achte. Ja.
Fit Me Concealer in der Nummer 15. Der ist ein bisschen heller als der 010. Der ist nämlich ein bisschen neutraler oder rosastichiger. Ich weiß es nicht mehr. Entweder war es neutral oder rosastichig. Und das können wir dann eigentlich ganz gut ausgleichen. Am liebsten würde ich nochmal mit einem anderen Schwamm dann nochmal so einklopfen. Ja, das habe ich ganz gut eigentlich ausgeglichen. Candlelighting Corrector Serum ist nicht schlecht, aber ich finde das doch sehr nervig, wenn man was aufträgt und das dann so krümelt. Ja, und man muss die ganzen Krümel aus dem Gesicht holen. Und die setzen sich dann in die Poren. Also wenn ihr sowas kauft, dann immer gleich zügig benutzen. Diese Foundation kann ich euch auf jeden Fall empfehlen für eine etwas deckendere, ich würde mittlere Deckkraft sagen, gar nicht so leicht. Man erkennt zwar noch meine Sommersprossen, aber es ist jetzt nicht so arg. Na? So, dann ja, gehe ich in das helle Puder von Essence mit meinem Schwamm rein. Und helle mir so ein bisschen Partie auf. Ich mag das ja eigentlich nicht, aber mit dem Puder funktioniert das irgendwie ganz gut. Gerade so die Partien hier. Dann gehe ich mit meinem Kabuki da nochmal rein. Und setze mir so das restliche Gesicht. Und es gleicht ja nochmal aus, weil es ja so dunkel, also ein bisschen sehe ich aus, als hätte ich selbst Bräuner benutzt mit diesem Make-up, aber nur so ein bisschen jetzt, wo ich das helle weiße Puder, also wenn ihr relativ dunkel seid von eurer eigenen Haut, kann ich euch das nicht empfehlen, weil es doch ein bisschen weißelt, aber es mattiert sehr, sehr schön und meine schlimmsten Stellen sind tatsächlich hier zwischen den Augen. Hier sehe ich ganz oft ein bisschen verhunzt aus. Ja. Okay, wir haben uns eine Ebenheit geschaffen. Das holen wir wieder zurück, indem wir den Bronzer von Make-Up Revolution benutzen, den ich sehr feiere. Ich finde den Ton super und ich danke der Jenny Highlights, dass sie ihn empfohlen hat, denn der ist echt klasse. Oder gehe ich mit so einem fluffigen Puderpinsel rein. Den finde ich nämlich wirklich toll von der Farbe her. Und das macht einen richtig schönen freshen Tag. Und für 5 Euro kostet er, glaube ich, kann man doch nicht meckern. Ich finde 5 Euro für einen Bronzing Powder in Ordnung, der so eine schöne Farbe hat. Ich finde, diese Farbe ist nicht zu aschig, nicht zu warm. Genau richtig. Deswegen kann ich sie euch auf jeden Fall empfehlen. Ist die Farbe Ultra Bronze. Also ein Top-Produkt. Das sind eigentlich ja, Produkte, die ich gerne aus meiner Sammlung eigentlich auch hole. Also kann ich da nicht meckern. Ja, genau. Okay. Ein Blusher hole ich noch und ein Highlighter. So, Blusher und Highlighter sind am Start. Mein Blusher, den trage ich mir auch mit einem etwas fluffigeren Pinsel auf. Ich finde das zurzeit sehr, sehr schön. Weil der das gleichzeitig irgendwie verblendet. Also diese Gesichtspinsel von BH Cosmetics kann ich euch tatsächlich empfehlen. Die Augenpinsel oder die Dateipinsel sind nicht so meins. Aber das muss ja jeder für sich wissen, ob er das braucht oder nicht. Ich denke, ich brauche das nicht. Okay, dann hätten wir das mit dem... Und ich habe jetzt nicht so richtig Bock gehabt, mir einen einzelnen Highlighter zu suchen. Ich habe mir eine ganze Palette ausgesucht und werde den mittleren Ton nehmen. Der ist schön goldig und ja, genau, ist ein Gold-Highlighter. Trage ich mir mit so einem spitzen zulaufenden Pinsel auf und trage den auf. Der hat Glitzerpartikel, man kann die aber abklopfen. Also ein paar sind da noch drauf.
Aber man kann die eigentlich relativ gut abklopfen einmal und dann fliegen so die gröbsten runter. Und dann hat man eigentlich nur das pure Highlight. Aber wie gesagt, es stört mich nicht. Ich würde es aber nicht bevorzugen. Also hätte ich genau dasselbe Produkt ohne Glitzerpartikel, würde ich natürlich ohne Glitzerpartikel eher zugreifen als mit Glitzerpartikel. Ich hoffe, das war verständlich genug. Nochmal in den Blush rein und trage den über den Glow auf. Ihr seht vielleicht, dass es so schön funkelt. Dann fixieren wir das Ganze mit dem Glow Spray. Das soll ja ein Frühlingslook sein. Und das mache ich wirklich nur so. Also nur rechts und links. Stirn bleibt aus. Muss nicht unbedingt da ein Glanz auf meine Stirn herrschen, um Gottes Willen. Aber was ich noch machen wollte, ist in mein Puder nochmal von Essence nochmal mit einem etwas, ja, fluffigeren Pinsel einfach meine Stirn nochmal abmattieren. Denn da bildet sich immer der Glanz zuallererst. Und es schadet einfach nicht, die Stellen, die man einfach matt haben will, nochmal zu mattieren. Es kann aber auch kontraproduktiv sein, wenn man zu viel pudert, dass dann einfach der Körper denkt, oh Gott, mein Gesicht ist so matt und dann. Ja, als Eyeshadow Base und Augenbrauen. Als Eyeshadow Base und Augenbrauen nutze ich diese zwei und dann komme ich zu euch zurück. Okay, meine Augenbrauen sitzen mehr schlecht als recht, aber das kennen wir ja von mir schon. Das ist nicht ganz so dramatisch. Dann ist das halt so. Dann habe ich einen schlechten Augenbrauentag und gut ist. Ich kann mich nicht so richtig entscheiden, in was für eine Palette ich reingehen möchte. Aber ich glaube, ich möchte diese hier austesten mit euch zusammen. Ich weiß nicht, ob ich sie euch schon mal vorgestellt hatte. So ist ihr Name. Das ist aus dieser Reloaded Kollektion. Soll so ein bisschen an die Norvina angehaucht sein. Das Packaging ist. Geht so, aber die Farben. Und ich habe heute was Lilanes an und ich denke, dass ich das auch anlasse. Ich trage mir diesen hellsten Ton einfach, den weißesten Ton hier. Einfach aufs komplette, bewegliche und einfach so grob wie es geht auf. Ich sette nicht immer meine Lider, aber heute möchte ich so besonders. Ja, besonders soft sein. Wie kann ich das euch erklären? Das ist auch eher so kühl gehalten, finde ich, aber cool. Ich gehe hier in diesen, ja, in diesen hellen Ton hier rein. Mit der 228 von Zoeva. Das ist mein absoluter Lieblings-Crease-Blender, wenn es um den Übergang geht. Manchmal sind sie etwas, ja, spitzer zulaufender, wenn man sie in Brush Guards macht. Denn die eigentliche Form ist ein bisschen spitzer. Dann gehe ich hier in diesen Mauve-Ton rein und trage mir den hier so ein bisschen präziser auf. Ja, eigentlich ist es so ein Braun-Mauve. Ich bin voll im Frühling drin. Und ja, ich hoffe, das Wetter wird ein bisschen besser als. Schlechter. Diese Palette weiß ich gar nicht, ob ich sie schon mal ausgetestet habe. Ich habe keine Ahnung. Aber ich denke, so günstige Paletten, weil ich wollte nicht zwei nehmen, dann ist es doch ein Zehner, ne? Deswegen habe ich gedacht, ja gut, dann machen wir einfach. Dann machen wir einfach mal eben einen Fünfer draus. Plus 30% auf Lidschatten oder was es da alles gibt. Make-up Revolution. Gibt es ja bei Rossmann zu kaufen. Kann man auch bei Cosmetic for Less. Okay. Ich gehe dann nochmal in diesen, ja, hellen Ton hier rein, den ich am Anfang benutzt habe und trage ihn ein bisschen drüber auf. Auf jeden Fall im lila Spektrum bleiben wir. Schön an die Hose. Obwohl ich ja so ein Roll-Ding da habe. Ich gehe in das
Ja, matte Lila, das ist das einzige matte Lila und trage mir das hier so ein bisschen auf. Ich finde Revolution ein bisschen schwierig von den matten Tönen her. Die schimmernden sind meistens klasse pigmentiert, aber die matten sind immer so schwierig übereinander. Der geht jetzt, der verblendet sich auch nicht weg. Der bleibt jetzt, den kann man ein bisschen aufbauen und gut ist. Einfach, dass wir hier so matt sind. Dann gehe ich in den Ton daneben nochmal rein. Das ist übrigens ein Blender von Terra Naturi, den ich sehr feiere, weil das ist einer der kleinsten Blenderpinsel, die ich habe, aus der Drogerie. Das wird so ein bisschen, ja, dunkler ausgeraucht. Dann wieder den Blender. Eigentlich geht es immer nur um Blenden aufbauen, Blenden aufbauen. Das hat mein Kind sogar verstanden. So, dann habe ich so eine Technik gesehen, was mir sehr gut gefallen hat. Ich probiere sie jetzt mal aus. Und zwar möchte ich mir jetzt erstmal ein bisschen lidfrei machen. Da gehe ich einfach in den Concealer von Maybelline rein. Den Fit Me, den feiere ich sehr. Und trage mir das erstmal hier so ein bisschen als ich mache mir so ein bisschen lidfrei, sag ich mal. Muss gar nicht so ordentlich sein, finde ich. Also wir wollen jetzt nur so ein bisschen Farbe zum Aufhellen. Ich benutze hier auch einen völlig falschen Pinsel, aber wie gesagt, ich möchte nur so ein bisschen korrigieren. Ich trage mir diesen wunderschönen ja, Champagner-Goldton unter der Augenbrauen auf. Der hat sehr, sehr viel Leuchtkraft. Ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das mit der Anastasia Beverly Hills Palette nicht so. Die finde ich ja relativ teuer. 50 Euro für so wenig im Pan gesehen, aber ja, keine Ahnung. Ich trage mir den auch mal hier im Innenwinkel auf. Und gehe so über alles damit drüber. Das habe ich neulich bei der Frau Paintpot gesehen. Adriana, glaube ich, heißt sie. Oder Ariane. Die hat das so wunderschön. Und bei ihr sieht es einfach so schön und so leicht aus. Und sie ist ja Make-up-Artistin. Und leider habe ich sie nicht in Freiburg getroffen am Douglas. Ich glaube, sie hat im Douglas gearbeitet. Was mich sehr schockiert hat. Weil unser Douglas in Freiburg sehr unfreundlich ist. Also ich fühle mich da nicht wohl. Ich gehe in diesen lilanen matten Ton rein. Versuche das Ganze so hier übergangstechnisch mal klar zu kriegen. So. Sehr viel schlimmer, sehr viel Glow. Aber es gefällt mir ganz gut. Ja. Ich gehe in diesen fliederfarbenen Ton rein. Ich hatte gestern so einen ähnlichen Look drauf. Glaube ich, gestern, vorgestern. Ich bin gerade sehr auf diesen Lila. Wir bleiben lila. Wir bleiben lila. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Ich möchte da nicht noch einen Ton drauf. Ich denke, man hätte den auch gut aufbauen können, wenn man den ohne Concealer draufgepackt hätte, aber ich wollte doch die Farbintensität haben, die ich jetzt so habe. Und das Ganze können wir natürlich noch intensivieren, indem wir es ansprühen und das mache ich jetzt gerade. Ich gucke mir gerade so ein bisschen Make-up-Techniken an und so ein paar Looks. Also ich bin jetzt gerade nicht auf Holz aus, sondern ich bin immer mal wieder so phasenweise mal. Gucke ich super gerne Hauls, wobei das nicht immer animiert zu kaufen. Ich gucke mir dann lieber Looks an. Dann weiß ich gleich, wie die Palette im Haul bei jemandem funktioniert hat.
ist mir gerade eigentlich lieber. So. Mit demselben Pinsel können wir in dieses Dunkellila nochmal gehen und einfach den Übergang zwischen den hellen Lila und den Bordeaux Matten und Lila und so ein bisschen so, ja, optimieren. Okay, der gibt keine Farbe mehr ab, der kleine Scheißerchen hier. Ich gehe in das matte Lila nochmal und trage mir das hinten auf. Und das tupfe ich eher drauf. Hinten, also hier, versuche ich wirklich nur im äußersten Drittel zu bleiben, ja, das äußerste Drittel. Und dann gehe ich in diesen schönen Braunton rein und verblende das Ganze, damit wir eigentlich relativ neutral sind unten. Und das war's schon. Mehr mache ich heute nicht. Kann noch mit dem da rein. Im Großen und Ganzen wunderbar. Das ist mein Frühlings-Make-up. Und dann gab nicht so viel Fallout, muss ich ehrlich sagen. Also ich sehe jetzt gar nichts. Die Puderpartikel haben sich verabschiedet. Ja, dann. Ich finde es immer irgendwie wichtig, was am Wimpernkranz zu haben. Ich finde, das sieht dann noch ein bisschen schöner aus. Und ich trage mir jetzt ein bisschen Liner auf. Der gibt schon den Geist auf. Nur so ein bisschen am Wimpernkranz. Meine Mama trage ich auch immer gerne. Ich wollte ja eigentlich ein Video mit ihr machen, aber wir haben es einfach zeitlich. Wir sehen uns so selten. Lila auf, denn sie hat richtig strahlende grüne Augen dann. Und das gefällt mir an meine Mama ganz, ganz gut. Eine Mascara aus der Drogerie. Welche Wasserfeste ich auch gefeiert habe, war die, wie heißt die? The Little Black One Waterproof. Die hat ein mega kleines Bürstchen und ich fand das einfach super für den Frühling, Sommer. Also gerade im Sommer habe ich die letztes. War das im Sommer, als ich sie geholt habe? Ich weiß es nicht, aber ich habe sie gefeiert, weil ich sie auch gut runterkriege am Abend. Und ich finde nicht, dass sie so arg trennt, sondern man hat schon ein bisschen auch Volumen und auch Länge, aber eher dann so Volumen. Also sie kann auch verkleben. Und mir ist lieber ein bisschen verklebt, wie ein bisschen zu wenig verklebt. Dann sieht man auch, dass ich Wimpern habe. Und die mag ich sehr, sehr gerne. Die kann ich euch ans Herz legen, wenn es die noch aus in der Drogerie gibt. Schöner, frühlingshafter Look. Als, ja, entweder Lipgloss oder Lippenstift. Zeige ich euch auch mal ein. Da wir so die Augen betont haben in diesem Lila. Da habe ich ein bisschen gepatzt, aber. Ja, genau. Ich kann euch immer so Nude-Geschichten ans Herz legen. Das zeige ich euch mal. Das ist jetzt von Love ein Glas. Das ist so ein Rosenholzton.
Der geht ja immer. Den kann man immer tragen. Sieht eigentlich ganz, ganz nett aus. Dezent, zurückhaltend. Und dann habe ich von Catrice einen. Ein Lippenstift. Das ist diese neue Reihe von Catrice. Power Lipstick Plumping Geschichte hier. Sieht es aus in der 040. Den feiere ich sehr. Und dann noch eine Variante. Nee, das ist nicht diese. Ja, schaut mal, ich habe hier was von NYX gefunden. Da könnte auch was sein. Den würde ich tatsächlich heute drauf lassen. Aber wir probieren jetzt den von NYX mal aus. Das ist so ein zum Klicken. So ein bisschen gedeckter. Lässt sich irgendwie sehr, sehr schwer auftragen. Bart. So, das wäre jetzt die andere Variante, wobei ich das ein bisschen muffig finde, wenn man es noch ein bisschen abschwächt. Aber am besten hat mir tatsächlich der von Catrice gefallen und der kommt auf jeden Fall auf meinen Lippen, wenn ich das Haus verlasse. Und ich würde sagen, wir sind fertig. Diese Reloaded Paletten kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Ist eine tolle Frühlingspalette. Ich werde nochmal meine Top 10 oder 15 Lidschattenpaletten für den Frühling aus der Drogerie machen. Auf jeden Fall mal gucken, was da alles zusammenkommt und ja, kann sich doch sehen lassen. Ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen und wir sehen uns einfach im nächsten. Ciao!